Willkommen zurück zu Diablo 4. Wir gehen jetzt mal vor die Tür, wie in der letzten Folge schon angekündigt. Und guck mal, was hier so los ist. Und was sehen wir denn hier so? Bis jetzt nichts. Gucken wir mal auf die Karte. Ah, also wir müssen hier nach Norden. Okay. Da bin ich schon mal in die falsche Richtung gelaufen, direkt am Anfang. Macht ja nichts. Schauen wir mal, was hier so passiert. Tiger des Frostgeheuls. Okay, hier ne, das ist abgesperrt scheinbar. Irgendwie leckt es bei mir gerade. Okay. Ja, also wir haben jetzt noch nicht viele Skills oder irgendwas. Ach, das finde ich ganz cool mit dieser Aktion, mit diesen Zersetzen. Ja, dann sammeln wir ein bisschen Gold ein. Man, das bringt jetzt nicht viel, weil später gibt es Berge an Gold, ja, aber am Anfang muss ich damit irgendwas anfangen, ne? Und was ich gehört habe, deshalb habe ich leider nicht gesehen, in Teil 3 gab es so einen Goblin, der für euch das Gold eingesammelt hat. Das gibt es hier scheinbar noch nicht. Vielleicht kommt das später noch. Da, der Skeletti, der ist down. Frutti Frutti Skeletti. Und dann machen wir mal direkt weiter hier. Ja, komm her. Und schon ist er down. Sieht echt knackig bis jetzt. Na, der Wag hält auch nicht viel aus. Und hier oben rechts seht ihr die Minimap, wo wir gerade unterwegs sind. Unsere Skelette greifen automatisch die Gegner an. Heiltecker werden von Gegnern und Objekten fallen gelassen. Wir haben jetzt hier schwachen Heiltrank. Halt, wir haben 4 Stück, 4 Heiltränke scheinbar. Am Anfang, man kann das aber, glaube ich, durch die Season-Geschichten das auch noch verbessern und so. Aber das ist für uns jetzt noch relativ wurscht. Dann gehen wir mal in unsere erste Krypta hier mal rein. Oder ersten Dungeon sozusagen. Ah, da sind wir schon. Verlassene Hallen, okay. Da ist irgendwas gewesen, ich weiß gar nicht was, der war so schnell down, dass ich es gar nicht gesehen habe. So die Tür. Machen wir gleich mal auf hier. Man muss bedenken, das ist immerhin Weltstufe 2, ja. Also ich meine, das ist nicht das Einfachste. Hier ist schon ein bisschen mehr Herausforderung dabei. Aber ich hoffe, dass wir nicht so schnell sterben werden. So, einmal Beinschutz bitte für uns. Und wir haben alle 4 Heiltränke scheinbar schon voll. Deswegen können wir keine mehr einsammeln, okay. Ich brauche mehr Zeit. Das Beast, dachte, können wir schneller sich bewegen, alles klar. Das lädt sich ja ein bisschen auf. Aber man kann sich immerhin ein bisschen schneller bewegen. Ja, Gold. So, Item-technisch haben wir natürlich noch nichts. Das Spiel besteht ja eigentlich aus Item-Sammeln. Sehr, sehr wichtig. Bisschen Geld. Schauen wir doch hier erstmal rein. Hier ist nichts. Okay. War hier eigentlich irgendwas? Nö. Ich sammle gerne jeden Loot ein, aber ja, das ist eigentlich total Blödsinn, weil am Anfang kriegt man ja wirklich schlechten Loot. Oh, wir haben einen Skiller. Wir kriegen ja wirklich einen schlechten Loot am Anfang, ne? Werden wir jetzt hier verbessert das zersetzen. Wir kriegen mal 10 Essenzen immer, wenn ein Gegner zersetzt wird, und das möchte ich gerne haben, und dass wir und unsere Gegner auch noch mehr Schaden austeilen. Mal schauen, ob das irgendwie sinnvoll ist oder nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe mich mit dem ganzen Bild von Totenbeschwörer nicht befasst. Und ja, ich mache einfach weiter. Ich mir denke, dass das in Ordnung ist. Ich hoffe, das Spiel ist nicht zu laut für euch. Muss ich nachher mal die Aufnahme mal testen. So, Dämonen. Ja, Dämonen, ja. Ach, mit Speed kann man den feindlichen Attacken verhindern, oder was? Alles klar, dann schauen wir mal hier rein. Hier gibt es so einen Brunnen, wo man sein Leben aufhalten kann, und rechts geht es scheinbar weiter. Irgendwo hin. Da mal Reliktschädel, was machen denn so unsere Items hier?
mit der Schifftaste kann man die vergleichen. Und dann kann man die direkt anlegen. Aha. Das Schiff können wir auch direkt mal austauschen. Scheinbar haben hier auch die normalen Items auch schon teilweise einen Effekt. Okay, wusste ich jetzt gar nicht. Mal gucken wir mal, was hier so los ist hier in diesem Dungeon. Das sind ja die verlassene Hallen, aber ganz verlassen sind die scheinbar doch nicht. Hey, wir sind in unserem ganzen Kellys, da waren nur zwei am Start hier. Kellys, damit meine ich unsere Skelette natürlich. Also, das heißt natürlich, für mich ist es natürlich, für euch wahrscheinlich nicht, weil vielleicht nennt ihr sie nicht so. ja. Jahrelange Rollspiel-Erfahrung und auch Geschichten. Das hier ist ja kein Rollspiel in dem Sinne, es ist ja ein Action-Rollspiel oder ein Action-Play-Rollspiel. Da gibt es diverse Bezeichnungen für dieses Genre. Wieder nennt es einfach Action RPG. So, der hat aber ein bisschen länger ausgehalten. Hier haben wir Panzerhandschuhe geschafft. Unser erstes blaues Item. Das gibt es rein einfach mal ein Skelett an. Und da haben wir schon Level 4. So, und unser Skelett machen hier direkt weiter. Okay, Handschuhe haben wir jetzt immerhin. Dann helfen wir den mal mit und dann verteilen wir das Skillpunkt. Da ist noch ein Bogenschütze, den machen wir auch mal direkt an. So, was ist mit unseren Scans hier geschehen? Sind die down oder was? Ja, tatsächlich, sind einfach down gewesen. Na gut, okay. Damit habe ich nicht gerechnet, dass die so schnell down gehen, aber wir machen mal direkt weiter hier, haben wir gesagt, ne? Und wir wollten ja diesen Skill hier machen, damit die 10% mehr nicht physischen Schaden verursachen. Wahrscheinlich für später ganz wichtig. Was benutzt man? Wo benutzt man die Tränke? Alles klar. Da hatte ich gerade noch einen Trank gesehen, aber der ist jetzt direkt weg. Naja, egal. Das ist hier. Da ist unser Trank schon wieder. Da ist er schon wieder aufgefüllt. So schaut's aus. Und dann transportieren wir es mal hier im unlauten Kampf. Und müssen mal schauen, unsere Skelette halten gar nicht so viel aus, wie ich mir das gedacht habe. Bis jetzt jedenfalls vorhin sind sie ja 2 down gegangen. Was ist das? Deutliches Portfolio? Ne, deutliches Folio. Okay. Was auch immer. Bringt jetzt nicht so viel. In dem Stand des Spielers, wo wir gerade sind. Die ganzen meisten Items sowieso nicht. Die blauen sind die ersten besseren Items. Später kommen die Legendäre und danach kommen, glaube ich, heilige Gegenstände dazu, was ich gekriegt habe. So, dann können wir die Tür hier auch machen und hier auch. Ich mag keine verschlossenen Türen. Wir sehen, hier haben wir alles erkundet. Ich erkunde gerne ein Dungeon immer bis zum letzten Bereich. Wobei das meistens nicht nötig ist, gerade hier in den ersten Gebieten bei den Low-Level-Sachen. Ich weiß gar nicht, wieso das hier so leckt gerade. Ich habe ja nicht so viele Sachen am Laufen gerade. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das leckt. Ich hoffe, bei euch nicht so sehr, aber bei mir gerade komischerweise schon. Also läuft hier sehr ruckartig weiter. Oh, ich muss hier gerade über Höllenbrut hier umstellt. So, Höllenbrut. Die Höllenbrut natürlich. Okay, schaut sehr lustig aus hier der Gang. Ich weiß gar nicht, wo es hier hingeht. Gucken wir mal erst nach unten, nach Süden, genau. Wie wir sehen, ist hier schon Ende im Gelände. Dann können wir tatsächlich auch mal hier die rausgelockten Feinde hier besiegen. So, Feinde weglocken heißt ja im Rollenspiel Sprache immer kiten. Haben wir jetzt nicht mit Absicht gemacht eigentlich, weil ich wollte einmal nur schauen, was da unten ist. So, Gefallener, neuer Gefallener und so weiter. Und da ist ein Schamane. Der Schamane kann wahrscheinlich die Gefallenen wiederbeleben, so verstehe ich das. Also, wie denke ich mir das sagen? Okay. So, später kriegen wir wie gesagt auch noch einen Golem dazu, der kann auch die Feinde dann spotten, also zu sich locken oder von euch weglocken, wie auch immer. Was ist hier eigentlich? Gar nichts, alles klar. Wir laufen mit so einem komischen Buch oder was ist das in der Hand? Hier durch die Gegend, ja, genau, mit so einem Buch. Schaut lustig aus.
Ich denke mal, später kriegen wir auch bessere Items dann hier, den Schamanball ein bisschen. Und erstmal einen Trank zu uns nehmen. Und da haben wir schon den Trank schon wieder aufgefüllt. Und da haben wir schwere Stiefel. Ja, also diese ganzen Low-Level-Items bringen natürlich nicht so viel, ne? Low-Level deswegen, weil wir gerade frisch gestartet sind. Und gucken wir mal, wie weit das hier führt. In diesem Dungeon, da ist ein feuriger Gefallener. Okay, der ist scheinbar schon mit mehr auf den Kasten, kann hier auch ein paar Sachen schießen. Aber Gott sei Dank hat er nach hinten geschossen, nicht zu uns. Ist auf Level 3 nur gewesen. Also geht's hier nach rechts weiter oder geht's da hinten weiter? Also tatsächlich gar nicht, werden wir sehen. Man kann auch seine Skelette heilen, wenn man die, auch wenn die voll sind, wenn man die dann hier auf Leichen benutzt, dann werden die leicht geheilt immer, ne, wie ihr seht. Und ja, da werden sozusagen irgendwelche Skelettpriester erzeugt, ja. Die sieht man so ganz kurz und dann heilen die eure Truppe. Gut, dass ich in diese Richtung gegangen bin, weil hier ist nämlich scheinbar auch zu Ende. Und dann können wir hier direkt weitermachen. Ich werde das Spiel, denke ich mal, danach direkt neu starten, weil das ist ja irgendwie ein bisschen komisch, dass der so leckt. Das macht keinen Sinn. Also nach dieser Folge. Aber ich will jetzt mal schauen, wie weit wir in dieser Folge kommen. Habe ich den Trank benutzt und hier war direkt ein Brunnen. War jetzt ein bisschen sinnlos. Hier gibt es scheinbar nichts Gescheites. Können wir weitermachen. Ja, wie gesagt, ich werde das für die nächste Folge wahrscheinlich neu starten, damit es ein bisschen flüssiger läuft. Ich weiß nicht, was hier los ist, ob irgendwas gerade downgeloadet wird oder was. Auf jeden Fall sind wir hier angekommen. Oh. Hey, 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 das ist der erste Boss. Schauen wir den nochmal an. Der haut ordentlich zu. Ich geh mal weg und komm mal von hinten drauf. Ich bin noch nicht bereit. Aha, der kommt. Der hat schon einen kleinen Finger vorne. Höllenbruch. Ja, genau. Die Höllenbruch. Dann nutze ich vorher auch mal das Skelett immer wieder nach hoch rein und der schießt jetzt auch. Okay. Ja. So, jetzt hat das schon mal 5% gegeben. Ich bin mal kurz entrollen. Ich brauche mehr Zeit. Ja, ich brauche mehr Zeit, natürlich. Ich brauche für alles mehr Zeit. Mehr Zeit im Leben. Immer. Ja, achso, da kommen nur die Viecher noch scheinbar. Ja, dann passt ja. Einmal zwischendurch noch meine Blüder. Diesmal hier mit dem Traum. Okay. Wir müssen mal an den Trank gehen. Aber der ist ja gleich down. Sollte kein Problem sein. Ich werde nochmal die Diener ein bisschen befreien. Und damit ist er auch schon auf dem Boden. Und hat uns ein paar Sachen hier gedroppt. Schauen wir den doch gleich mal an. Das ist ein Zweihandschwert, das ist ein Einhandschwert. Dann nehme ich das mal in die Hand. Und ja, wir haben ein Skill-Up. Also ein Level-Up meine ich. Und wir könnten hier theoretisch hier irgendwo was reinklatschen. Euer Schaden verfügt über eine Chance von 4% an der Position des Ziels eine Leiche zu erschaffen. Ja, das hört sich nicht schlecht an. Gegen Bosse verdoppelt sich diese Chance. Ist ganz wichtig, glaube ich, für später. Was gibt es hier? Pest und Schnitter. Eine Blutwoge. Er zieht Gegnern Blut, was 8-10% Schaden verursacht. Und erzeugt eine Blutnova, die 21-25% Schaden verursacht. Der Schaden der Nova der Blutwoge erhöht sich um 10% pro blutentleerten Gegner bis maximal 50%. Aha. Das ist ein physischer Schaden, da gibt es noch die Blutlanze, weil der maximale Essenz ist erhöht und es gibt noch so einen Knochenspeer. Mhm. Ja, keine Ahnung. Ich brauche eigentlich nicht unbedingt irgendwie so einen neuen Skill, ne? Die Pest und die Blutwoge. Die Blutwoge hört sich eigentlich ganz cool an. Das ist scheinbar ein Skill. Kann ich den so aktivieren? Ah, okay, so funktioniert der. Nee, gefällt mir ehrlich gesagt nicht so sehr. Ich glaube schon, dass es mit einem bestimmten Bild bestimmt super geil ist. Aber ich werde, glaube ich, erst einmal wieder weiter auf Zersetzen gehen. Das hier ein bisschen stärken.
Und wenn ich zurückgehe, ihr seht hier, der macht 15 Schaden und 33%. Hier macht er 17 Schaden mit 36%. Was macht er noch anders? Nächster Rang. Okay. Ja, keine Ahnung. Ich werde den jetzt erstmal den skillen und dann kann ich immer noch umskillen, wenn es mir nicht gefällt. So, und ich würde mal sagen, wir gehen hier in die Tiger des Gottgeheuls. Oh, hat da ganz schnell hergeladen. Ja, dann sind wir auch schon durch. Dann können wir zurückkehren nach Nevesk. Da ist irgendwas gerade vor uns weggelaufen. Schauen wir mal, was hier passiert. Okay, ich muss hier rein scheinbar. Ihr seid zurück. Ja, ich bin zurück. Stell dir vor. Die alten Ruinen sind sicher. Eurem Dorf droht keine Gefahr mehr. Wirklich? Ha! Beim Licht! Ihr wurdet vom Himmel geschickt. Mhm. Oh, es tut mir leid, aber wir haben kein Geld. Dafür haben wir heißen Eintopf, gute Gesellschaft und... Bleibt auf ein Getränk. Ja. Spült den Eintopf damit herunter. Es wäre uns eine Ehre, wenn ihr uns Gesellschaft leistet. Ja, wunderbar. Party on. Auf unseren Retter. Ja, der Hedwiger ist euer Retter. Der macht Party mit euch hier. Ich bin, glaube ich, leicht besoffen. Oh, vielleicht tut mir auch noch. Ich kotze mal auf den Tisch und schmeiß alles um. Oh, was ist hier los? Ja, da kommt mein tragbares Bett oder was? Ja, ciao Leute, war cool mit euch. War eine geile Party, muss ich sagen, ne? Modernste Musik und geilste Party ever. Der scheint aber ziemlich kaputt zu sein. Bin ich schon tot oder was? Jetzt summt er auch noch, oh mein Gott. Ich sah meinen Leichnam aus meinem Mund kroch Hass. Ein Vater verbrannte sein Kind auf einem Scheiterhaufen. Eine Mutter formte aus der Asche ein neues Zeitalter. Wo kommt denn der Text da her auf einmal? Ich sah, wie die Schwachen erstarken. Ein Rudel Lämmer, das sich an Wölfen labte. Tränen aus Blut regnete auf ein Wüstenjuwel. Und der Weg zur Hölle wurde in zwei gerissen. Dann kam ein Speer aus Licht und durchschlug das Herz des Hasses. Und er, der gefesselt war, wurde befreit. Ratmas Prophezeiung. Wer ist denn die Ratma? Und was summt hier dieser Oswin hier die ganze Zeit hier? Der hat eine gute Laune, oder was? Jetzt hat er genug gesuppt hier da aus, wenn der soll mich mal wach machen hier. Das Wasser ins Gesicht und schon bin ich wach. Beim Blut der Mutter. Beim Körper der Mutter. So. Werdet ihr ihre Herrlichkeit bezeugen? Ja. Bevor ihr sterbt. Ja. Danke, was auch immer das war, ne? Er wollte uns bestimmt wach machen. Ist noch nicht so weit. Der Josef. Sie kommen! Das ganze verdammte Dorf! Aufstehen! Steh auf! Wir müssen uns den Weg freikämpfen! Ergreift sie! Möge das Licht uns schützen! Ja, oder was auch immer, ne? Verlorene Seelen! Ihr
Ah, meine Skellies machen das schon hier. Oh, hier gibt's einen schlauen Loot. War das das ganze verdammte Dorf? Hast du das schon? Ja, ich würde mal sagen, hier machen wir eine Pause, Leute. Das ganze verdammte Dorf ist gegen uns. Danke schon mal fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Macht es gut, ciao.